Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich riesig, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast und zuhörst und wir jetzt Zeit miteinander verbringen können. Und heute wartet ein Interview auf dich mit meinem guten Freund und Kollegen Tobias Beck. Und wahrscheinlich wirst du ihn kennen, falls du ihn noch nicht kennst. Tobias ist wirklich eine riesige Inspirationskanone und dieses Gespräch war wieder einfach sehr, sehr tiefgründig, erfrischend und voller Inspiration. Und ja, ich spreche mit Tobi vor allen Dingen über sein letztes Jahr, wo er eine sehr tiefe innere Transformation auch nochmal erlebt hat, viele tiefe Erkenntnisse für sich hatte und viele alte Begrenzungen für sich losgelassen hat. Und in diesem Gespräch geht es wirklich darum, warum es so wichtig ist, sich selbst an bestimmten Stellen im Leben auch mal zu hinterfragen und sich neuen Möglichkeiten auch für sich selbst zu öffnen. Und ja, genau darüber spricht Tobi und es ist so viel Inspiration dabei, so viele tolle Ideen und so viel Erkenntnis und ich freue mich einfach sehr, das Gespräch heute mit dir teilen zu können und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Und wie immer fände ich es super schön, wenn du danach bei Instagram @LauraMarlinaSeiler vorbeischaust und unter dem Post von heute ja deine Gedanken teilst, was deine wichtigste Erkenntnis aus der Folge gewesen ist, was vielleicht eine Begrenzung ist, die du gerade in deinem Leben hast und die du loslassen möchtest, was vielleicht ein Vorurteil ist, was du lange mit dir rumgetragen hast, wo du gerade merkst, nee, das irgendwie macht das gar keinen Sinn, dieses Vorurteil irgendwie weiterhin aufrecht zu erhalten, weil es mir selber verwehrt, eine bestimmte Erfahrung machen zu können. Und ich freue mich einfach riesig auf den Austausch auf Instagram in den Kommentaren. Ich finde das wunderschön. Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dem Interview mit Tobi Beck. Ich freue mich so sehr, heute wieder einen wundervollen Gast im Podcast zu haben, der schon einmal im Podcast war und damals große Wellen geschlagen hat und jetzt wieder Gast im Podcast ist mit ganz viel neuer Inspiration. Und Tobi, ich freue mich riesig, dass du da bist. Danke für die Einladung. Super, danke super für die schön. Einladung. Wie geht's dir? Mir geht's großartig. Ist viel passiert seit unserem letzten Interview. Ja. Viele Dinge, die ich damals belächelt habe, belächel ich nicht mehr. Viele Dinge, von denen ich gedacht habe, das ist verrückt und bekloppt, sind jetzt Alltag geworden. Und wie das halt so ist in der Persönlichkeitsentwicklung, ist halt nie fertig, ne? Ja, absolut. Und ich freue mich auch so, mit dir jetzt gleich über alles zu sprechen, was ich, es ist jetzt, ich glaube, es ist ein Jahr her ungefähr, ne? Ziemlich genau, glaube ich. Letztes Jahr auch September hatten wir, glaube ich, das Interview im Podcast. Wir haben uns da zwischendurch natürlich auch ganz oft gesehen. Das heißt, ich weiß so ein bisschen, was bei dir alles passiert ist. und deswegen freue ich mich umso mehr, das zu teilen. Aber ich würde gerne mal mit einer ganz anderen Frage losstarten. Und zwar einfach, wie sieht gerade so ein Tag bei Tobi aus? Was ist so ein normaler Tag in deinem Leben im Moment? Der normale Tag ist das normale Chaos. Mittlerweile ist es so, dass ich quasi Open- und Close-Tage im Kalender vergebe. Und sobald da Open steht, greift mein Team darauf zu und vergibt quasi stundenweise diese Tage, um ja eben noch mehr Menschen zu erreichen mit der Vision, die wir halt haben, so viele Menschen wie möglich halt ja in dieses Superstar-Kästchen zu führen, damit sie wiederum an andere zurückgeben. Und das hat halt mittlerweile eine Tragweite erreicht, die ich auch vor einem Jahr noch nicht mal, ja, ich hätte es nicht geglaubt, dass es so groß mal wird. Und das Ganze wird dann immer begonnen und abgeschlossen mit unseren Ritualen zu Hause. Und das ist vielleicht eine spannende Überleitung. Ich habe mir Freiräume genommen zwischendrin für Dinge, die ich früher für überflüssig gehalten habe, zum Beispiel für Meditieren, zum Beispiel für mein Wasser zubereiten und das erstmal wirken zu lassen nach japanischer Manie mit irgendwelchen Zeichen, wo ich früher gedacht habe, das ist doch alles Blödsinn, bis ich eben für mich realisiert habe, dass hinter dem eine Menge mehr steckt, als ich vorher gedacht habe. Und dazu gibt's mehrere Einflussfaktoren. Das ist zum Beispiel dein Podcast, wo es immer oder häufig über solche Themen geht, wo ich dann angefangen habe, diese Bücher auch zu lesen. Und dann war ich eine Woche zum Beispiel bei Dr. Joe Dispenza. Finden einige ganz geil, andere sagen, was ist denn das? Ich habe dort
Dinge gesehen, die wir mit unserem Geist machen können, die hätte ich halt vorher belächelt. Und jetzt nehme ich sie mit in den stressigen Alltag auf und bin deshalb weniger gestresst. Voll schön. Und du meintest ja gerade, du hast unterschiedliche Rituale und Routinen, die ihr morgens und abends immer macht. Was sind so die wichtigsten Routinen bei dir im Alltag? Die wichtigste Routine ist die mit meinen Kids abends, bevor die einschlafen gehen. Wir haben da immer so eine kleine Session, der macht die Maya, die ist jetzt 2 auch schon mit. Das ist so das, was war dann der schönste Moment am Tag. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis das gegriffen hat, weil die am Anfang dann natürlich nur Dinge sagen, um den Eltern zu gefallen. Eine Blume, eine Biene, wo du merkst, das ist jetzt nicht das, was sie wirklich toll gefunden haben, sondern sie wollen dieses Spiel mitspielen. Und mittlerweile ist es so, dass sie halt aus ihrem Alltag erzählen, aus ihrem Kinderalltag. Und dann sagen, das war der Moment, wo ich mit Ina, ist eine Freundin zum Beispiel von der Maya, zusammen gewesen bin und wir haben schön gespielt. Oder Emil erzählt mir über eine Begegnung, die ihn halt in seiner Kindlichkeit beschäftigt. Und die zweite Frage, die wir dann immer stellen, ist, beziehungsweise das ist so ein Ritual, ich komme dann ganz nah an deren Ohr und sage denen, warum sie für uns die besondersten Kinder der Welt sind und warum sie geliebt sind von uns und für was und warum bedingungslos. Das ist so ein Ritual, das machen wir immer mit den Kindern. Und ich habe eben angefangen, da bin ich auch ganz ehrlich, es gelingt mir nicht täglich, es gelingt mir wesentlich häufiger, zu meditieren, so 20 Minuten wirklich nur für mich zu machen. Ich kann das aktuell nur begleitet, also dass mich da jemand reinführt, mit dem Resultat, dass ich wirklich noch ganz andere Leistungen über den Tag bringen kann, weil ich an einer anderen Quelle zapfe. Und das ist was, das hat sich wirklich verschoben in meinem Bewusstsein und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Woher kam das mit der Meditation? Also du warst ja früher, ich weiß gar nicht, so vor einem Jahr hast du es noch nicht gemacht, gell? Als wir damals gesprochen haben. Ja. Ich glaube, es kam daher, dass Menschen in meinem Umfeld, die sehr, sehr erfolgreich sind, zu denen ich auch aufschaue, unter anderem du und viele anderen, wo ich mir ein bisschen was abgucke, also nicht kopiere, sondern abgucke, wie leben die. Die haben das alle gemacht und irgendwann habe ich zu mir gesagt, naja, die können ja nicht alle verrückt sein, da muss ja irgendwas dran sein. Und ich bin ja eher dann so ein All-In-Typ und ich habe dann gesagt, naja, wenn, dann gehe ich jetzt halt richtig oder falsch gibt's ja gar nicht, aber wenn, dann gehe ich jetzt meditieren und bin vollkommen unvorbereitet in diese Joe Dispenza Wochenmeditation gegangen, wo ich ja nicht wusste, dass Leute 11 Stunden lang ohne sich zu bewegen, auf einem Stuhl sitzen oder am Boden sitzen, sich mit dem Universum verbinden und wenn du rausgehst und Pipi machst, darfst du nicht mehr rein. Das wusste ich halt nicht. Ne? Ich habe gedacht, das dauert 10 Minuten und durch dieses brachiale Meditieren, nenne ich es mal, habe ich für mich so viele Erkenntnisse dort gewonnen, weil am Anfang wird das Gehirn ja verrückt. Laura, ich bin da wahnsinnig geworden. Ich habe da gesessen und ich habe immer nur gedacht, ich muss hier aus diesem Raum raus. Wenn ich hier noch eine Minute mich mit mir selber beschäftigen muss, ich muss hier raus. Da kriegst du ja Gedanken, da bist du ja verrückt. Ja. Das ist wahrscheinlich ein bisschen wie bei Vipassana, ja. Ich war jetzt nur geleitet. Und dann dieser Schlafentzug, das begann immer morgens um 3, um 5, um 2. Die Leute kamen da alle vorbereitet hin. Die hatten Schlafmatten. Das sah aus wie beim dänischen Bettenlager. Ich hatte nichts mit. Ich hatte meinen Kuli mit und mein Buch. Und dann habe ich irgendwann halt so Erlebnisse gehabt. Habe angefangen, Dinge zu sehen. Habe angefangen, Farben zu sehen. Habe angefangen, mich da reinzuwerfen. Und dann habe ich gemerkt, Wahnsinn, was da eine Energie drin steckt mit der Erkenntnis, dass ich weder was selber machen muss, noch selber machen kann. Das ist ja alles schon da. Absolut. Ja. Und das war für mich eine unfassbare Erkenntnis, die ich jetzt versuche, in meinen Alltag zu integrieren. Ich stelle mir gerade vor, wie du bei Joe Dispenza, also für alle, die jetzt auch gerade zuhören und Dr. Joe Dispenza das erste Mal hören, Dr. Joe Dispenza ist ein ganz, ganz toller Neurowissenschaftler, der ja wirklich in seinen Seminaren einfach so wundervoll Spiritualität wissenschaftlich erklärt, finde ich. Genau, Und Meditation wirklich nutzt, um das Gehirn
tatsächlich mit der Quelle zu verbinden und über die Zirbeldrüse. Und es ist, ich war letztes Jahr bei ihm in Mexiko, habe ich die Woche ja gemacht. Und das war, ja, ist einfach unglaublich toll, was er macht und wie er das. Ich liebe es immer, wenn er was erklärt und du denkst so, ja, genau. Und dann sagt er, how do I know it? I measured it. Und das ist halt das Coole bei ihm, dass wirklich alles einfach wissenschaftlich belegt ist und dass selbst der größte Kritiker, der irgendwie denkt, das ist alles Quatsch, du hast halt die Zahlen, du hast die Bilder, du hast die Gehirnscans, du hast halt alles und denkst halt einfach, ja, okay, gut. Und deswegen ist, also ist richtig, richtig toll. Genau. Aber zurück zu dem Moment, du bist in dem Seminar. Ich kann mir jetzt gerade auch so gut vorstellen, wie du da sitzt und denkst so, ach, du meine Güte, wo bin ich hier gelandet? Ich muss hier raus. Ja. Was hat sich, also es gab ja dann diesen Moment, im Englischen gibt es dieses wunderschöne Wort, ich habe dafür in Deutsch noch keine gute Übersetzung gefunden, dieses to surrender, also dieses Loslassen oder sich diesem Hingeben. Mhm. Was ist da in dir passiert, dass plötzlich in dir was aufgegangen ist? Also war das eher was Bewusstes oder hast du einfach losgelassen? Hast du gesagt, ey Tobi, jetzt lass mal dein Ego irgendwie aus der Tür raus und lass dich darauf ein? Ja, du hast gerade den Begriff schon gesagt. Alles andere war natürlich zunächst Ego, ne? Ich habe dort bewertet ziemlich viel. Da waren viele Menschen, die komplett anders aussehen als ich, einen komplett anderen Lifestyle, Habitus haben und ich habe das halt zunächst bewertet und für mich in so eine Schublade gesteckt, so in so eine ESO-Schublade, die bei mir vorher einfach auf oder zu war, da gab es kein bisschen oder und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt bin ich ja schon mal hier, jetzt höre ich mal zu, das war so Schritt 1, der zweite Schritt war dann so mit offenem Mund zuzuhören, andere beobachten, die halt surrendern und dann einfach mal mit dem Fuß in dieses Wasser reinzugehen, auch selber sich nicht beobachtet zu fühlen und dann einfach mitzumachen. Und da habe ich halt plötzlich dann Dinge erlebt, die mir einfach komplett fremd waren, weil ich diesen Kanal einfach, ich glaube, dass wir den alle haben. Absolut. Ich glaube nicht, dass wir ihn alle spielen, weil Kanäle können wir ja bewusst auf und zu machen. Und dann habe ich bei einem Moment, bei einer Übung einfach losgelassen und habe mich dann unter denen wieder befunden, die dann plötzlich auf dem Boden liegen und irgendwelche komischen Dinge machen. Dann habe ich mich wieder selber bewertet. So, krass, Tobi, jetzt setz dich mal wieder hin. Was hast du denn jetzt gemacht? Bis ich gemerkt habe, dass das Surrendern ja eigentlich das Geheimnis ist. Und dieses Anzapfen dieser Urquelle, wenn wir es mal so nennen. Und das hat sehr, sehr viel in mir ausgelöst. Und seitdem hat sich mein ganzer Blick auf das geändert. Und ich habe dann auch weitergemacht und habe mir andere Zeremonien gesucht, andere Zugänge gesucht, um noch mehr einfach aus dieser Welt zu erfahren, die eben nicht eine Abenteuerwelt ist, sondern real, im Hier und Jetzt stattfindend und eben nicht in einer Parallelwelt, in einem Paralleluniversum. Was waren da für dich so die wichtigsten Erfahrungen im letzten Jahr, wenn du sagst, oh, du hast da noch andere Rituale besucht oder andere Sachen erlebt? Ich war in diesem Sommer, also habe ich dort die Entscheidung getroffen, okay, ich bin jetzt hier mitten in meiner Angst, weil surrendern, Kontrolle abgeben, nicht mehr Herr der Lage zu sein, das war etwas, was ich mir über Jahre aufgebaut hatte, eben nicht mehr von anderen oder anderem beeinflusst zu sein und plötzlich zu erkennen, naja, wenn dich aber die Urquelle beeinflusst, ist es ja ziemlich gut und nicht schlecht, ja. Und dann diese Mauern wieder abzureißen, habe ich mich dann ein bisschen auf die Suche begeben, was sind andere Ängste von mir? Was sind Dinge, die ich immer noch nicht als Mensch gehandelt bekomme? Das war zum Beispiel bei mir Klaustrophobie, Platzangst. Ich stand mal mit Stefan Friedrich im Fahrstuhl, den wir beide kennen. Da habe ich die Fahrstuhltür auseinandergedrückt, weil wir stecken geblieben sind. Das war das erste Erlebnis mit ihm. Mir natürlich peinlich, er findet es lustig. Nur wenn du in einer solchen Situation bist, ist es nicht lustig. Das ist eine wahre Angst. Das Gehirn schaltet auf Fight. Das ist Todesangst. Klingt lächerlich, aber es ist so. Ja. Und dann habe ich gesucht, was kann ich machen und bin dann in einer indianischen Inipi-Zeremonie gelandet. Wo war das? Das war in den Pyrenäen in Spanien, in einem Warrior-Camp, wo ich mich auch einfach so angemeldet hatte. Ich habe gedacht, naja, das kommt von so einer großen Organisation, ich melde mich da mal so an,
dann haben schon einige gesagt, Tobi, bist du sicher, dass das was für dich ist? Weißt du, was die da machen? Ich so, keine Ahnung. Ja, wir dürfen das auch nicht sagen, was die da machen, aber überleg's dir halt dreimal. Und wenn man mir das sagt, melde ich mich ja sowieso an, ne? Ich bin ja eher so ein Gegenteilsortierer. Das funktioniert bei mir in der Motivation großartig, wenn man mir sagt, Tobi, das schaffst du nicht. Ja, und dann bin ich dort angekommen und ich habe dort eine Woche lang noch anders als bei Dr. Joe, weil da kann mein Kopf ja zumindest tun, was er will. Na, nicht wirklich, ich mache da diese Übung mit, aber dort habe ich eine Woche lang in den Pyrenäen gebetet, lass dieses Ding hier vorbei sein. Lass es einfach nur umgehen, weil die bringen dich die ganze Zeit in Situationen, wo ich immer nur gedacht habe, das kann weder legal noch gesund sein. Immer auf der Suche nach den 100% in uns. Im Nachgang unfassbar gesund. In dem Moment der Albtraum in Dosen. Und ein Tag, auf den habe ich mich am meisten gefreut, bevor ich wusste, was kommt, war halt eine indianische Inipi-Zeremonie. Und dort steht einer aus der Blutlinie der Cherokee-Indianer und erzählt mir 2 Stunden was. Da konnte ich mich auch drauf einlassen, weil ich den Kanal ja geöffnet habe. Ich habe ihm zugehört. Die 4 Himmelsrichtungen, wo kommt es her, wo gehen wir hin, Natur, Mother Earth, Brother Stars, so Sachen liebe ich ja jetzt, habe ich früher gesagt, habe ich keine Zeit für, jetzt liebe ich das. Ja, und dann hat er halt einen Satz gesagt, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, er hat gesagt, in diese Zeremonie, die mehrere Stunden dauert, in diesem Zelt, wird all das, was du mit reinbringst, größer. Und das ist bei jedem Menschen anders. Es ist einfach das, was du mit reinbringst, exponentiert da und es kommt raus. Darauf warne ich euch jetzt. Ja, und dann gehst du in dieses Zelt und dann hat er gesagt, für alle, die Platzangst haben, kommt jetzt noch eine Regel dazu. Das wird halt jetzt die schlimmste Zeit wahrscheinlich deines bisherigen Lebens, weil in diesem Zelt sitzen, keine Ahnung, 40 Leute und dann wird es zugemacht und du weißt nicht mehr, du kannst nicht mehr sehen, wo oben und unten ist. Du siehst nicht mehr vorne und hinten und vor dir liegen 70 Zentimeter, 1 Meter große glühende Steine, die die Großväter und die Ahnen repräsentieren, die über Stunden und Tage im Feuer lagen. Das heißt, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder du hast danach keine Beine mehr oder du hältst das halt aus. Und dann fangen die da an zu singen und da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn jetzt die Tür zugeht. Und dann ging diese Tür zu und dann habe ich halt diese Panikattacke wieder bekommen. Ich war wieder 9 Jahre mit Handschellen irgendwo und dann habe ich halt einfach surrendered. In dem Fall blieb mir nichts anderes übrig. Habe genau das gemacht, was der Schamane gesagt hat. Habe mich nackt, also bis auf, man hat eine Unterhose an, wenn man will, auf diesen Erdboden gelegt. Der ist ja eiskalt. Und habe einfach nur vertraut und der Erde gedankt. Klingt verrückt für Leute, die nicht da drin waren. Und dann machen die da das Sing-Sang. Und viele, die jetzt hier zuhören, werden vielleicht ein bisschen lächeln. Das geht dann den ganzen Tag. Es wird immer größer und immer schlimmer. Und dann gibt es so verschiedene. Erst ist es für dich, dann ist es für andere, dann ist es in Dankbarkeit. Und ich habe dort in diesem Zelt meine Platzangst gelassen. Du kannst mich jetzt hier irgendwo in eine Dose einsperren. Es ist für mich okay. Ich kann einfach sein. Und ich bin so unfassbar dankbar dafür, weil das hat mich schon behindert. Ne? Fahrstuhl fahren und all diese Dinge. Kleine Flugzeuge. Und ich bin einfach unfassbar dankbar, mit Mutter Natur jetzt eins zu sein und dieses Erlebnis gehabt zu haben. Und das werde ich auch wieder machen und anderen Menschen in meinem Umfeld auch den Zugang zu so etwas ermöglichen. Ja. Das war vorher in meiner Welt nicht gegeben und jetzt ist es da. Wunderschön. Also es gibt ja dieses tolle Zitat oder so ein Saying, wo ich auch immer wieder drüber nachdenke, das ist the only way out is through. Also ne, der einzige Weg raus ist halt durchzugehen und das ist so häufig so ist, wenn wir halt nur im Ego sind oder nur im Kopf und dann das so eine Angst über den Kopf auflösen wollen, das funktioniert halt nicht, ne? Also wenn man nur sagt, rational macht es ja alles keinen Sinn und so weiter, genau. Das bringt gar nichts. So das Einzige, wie du, also ist auch meine Erfahrung, wie du sowas wirklich auflösen kannst, ist durchzugehen und drin zu bleiben und es auszuhalten. Im positiven Sinne quasi, ne? Ja. Dieses Surrendern und eben, das finde ich so spannend, dann
da drin die Erfahrung zu machen, dass man eben nicht stirbt. Genau. Aber genau, das ist es ja letztlich, ne? Also ja, du bist so du gehst so in die Angst rein, die Angst ist ja eigentlich, wie du gesagt hast, ne, dass du stirbst, oder ne? Das, ja, das ist ja letztlich die Angst, die immer dahinter steht. Die aber ja meistens auch mit einem ganz anderen Event verbunden ist. Also die Platzangst ist ja nur, genau, ein Symptom, was ja, ja, so spannend ist. Das war auch eins meiner krassesten Aha-Erlebnisse in der Hypnose-Ausbildung, ne? Dass all diese Ängste sind ja nur ein Symptom von etwas, was ganz lange meistens zurückliegt und, ja, nicht verarbeitet wurde und deswegen wir immer noch in dieser Angst sind zu sterben oder ausgeschlossen, ja, zu werden, was mega spannend ist. Und ja, der einzige Weg, da rauszukommen, emotional, ist tatsächlich dieses einfach surrendern, reingehen und da drin die Erfahrung zu machen, krass, die Angst ist gar nicht wahr. Genau. Und auch, ja, da, es ist auch wieder ja nur Ego. Ja. Ich habe mich definiert, teilweise darüber zu sagen, ich habe Platzangst. Ja. Habe es mir dennoch angemaßt, andere Menschen zu trainieren in anderen Lebensbereichen, wo ich weiß, es ist deren Angst, aber nicht meine. Und dann habe ich mir halt irgendwann natürlich auch die Frage gestellt, was bin ich denn für ein Leader, wenn ich nicht in meine Ängste reingehe? Und zwar in alle, nicht nur die, die ich irgendwie bespielen kann, sondern in alle Ängste reinzugehen. Und das war für mich natürlich auch eine krasse Erfahrung, dass Leadership nicht dann ist, wann ich es will, sondern ganzheitlich und in allem. Und da muss ich natürlich für mich die Erfahrung machen, dass ich an Themen rangehen musste. Und dafür habe ich dieses Jahr ganz, ganz, seitdem wir gesprochen haben, ganz, ganz intensiv genutzt. Und dort auf diesem Camp bist du zum Beispiel auch niemand ohne Namen. Du kriegst einen anderen Namen, es weiß niemand, wer du bist. Da waren Gott sei Dank sehr, sehr wenig Deutsche. Es interessiert niemanden, wer du bist. Du wirst zusammengewürfelt mit anderen Menschen, die du nicht kennst, in ein winziges Zimmer mit einer winzigen Nasszelle und gehst, dort bin ich in all die Dinge reingegangen, die ich nicht mag. Ich mag gerne in guten Hotels sein, für mich sein, meinen Abstand haben zu dem Alltag und den vielen Menschen und dort einfach, ja, in diese Situation gebracht zu werden, mich einfach mal fremdbestimmen zu lassen und einfach zu vertrauen, dass das, was die da machen, gut ist im Nachgang. Und mein Level an Angst ist bei null und mein Level an Zuversicht und dass alles schon da ist, noch mehr gestärkt. Ja, wunderschön. Das ist richtig. Ja, ist so heilsam, gell? Wenn man. Nicht in dem Moment. Nicht in dem Moment. Absolut. Also ich fühle dich da auch zu 1000%. Ich meine, wir haben ja, du kennst ja die Geschichte, als wir damals für deinen Podcast ja das Interview, ja, aufgenommen haben, war ja kurz vor Vipassana. Genau. Und genau. Vipassana ist ja das Gleiche, wo du, ja, wo dein Gehirn ja plötzlich anfängt, dir die verrücktesten Sachen zu erzählen, weil du eben, ja, in dieser Stille bist und plötzlich da reingehen musst und du einfach nur weg möchtest. Aber gerade, ja, da drin war ja auch für mich eins der, wo ich ja eine ganz, ganz ähnliche Erfahrung gemacht habe, wo ich für mich eine der größten Ängste aufgelöst habe, die, wo ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Also das ist ja auch, ja, spannend. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel dort auch erkannt, was in meinem Körper steckt. Ja. Ich hab mir auch immer eingeredet, ich bin nicht sportlich und auch Leute, die mich da beraten, die sagen, Tobi, das ist ja Blödsinn, du bist ja sportlich. Du redest dir das halt ein und dann habe ich halt angefangen, auch da mal tiefer in mir zu suchen und da kam so ein Bild hoch von den Bundesjugendspielen. Da war ich keine Ahnung, 7 oder 8, da hat mir jemand, ich hatte ja eine ganz dicke Brille damals und da ist mir diese Brille runtergefallen und dann konnte ich natürlich nicht mehr richtig sehen, oh, habe mich da aufgeführt wie der Vollhorst, ich konnte nicht sehen, wo ich hinspringen muss und das war so eins der Erlebnisse, ja, ich kann es halt nicht, ne? Ich habe da so ein Trostzertifikat damals bekommen, das weiß, oh, ich noch. und dann da zu merken bei diesem Camp, krass, was für ein Biest in mir steckt, also ein Warrior, ein Krieger, der auch Platz hat in meinem Leben. Ist nicht nur alles eitel Sonnenschein. Ich kann auch kämpfen, wenn ich will. Und zwar bis zur Erschöpfung, bis zum Blutspucken. Das sind alles Dinge, die habe ich vorher in meinem Leben noch nie gemacht. Dort aber schon. Und ich weiß jetzt, was in mir steckt. Ich habe eine 120 Kilogramm schwere Chilenin einen Steilhang im Gewitter raufgezogen, weil ansonsten wären wir halt nicht angekommen. Da hätte ich da übernachten müssen in diesem Wald im Regen. Da gibt's halt zwei Möglichkeiten. Ich ziehe die jetzt hoch, weinend,
mit zerrissener Hose und oder ich bleib jetzt auf diesem Hang. Und irgendwann merkst du, krass, was wir noch für Kraftreserven haben. Schade eigentlich, dass ich dafür erst zu so einem Camp muss, aber manchmal ist es halt so. Ja. Und dann mit der Erkenntnis nach Hause zu fliegen, ich habe ja noch nicht mal angefangen. Ich dachte, ich hätte es, aber ich habe ja noch nicht mal angefangen. Das war für mich sehr, sehr, sehr kraftvoll. Das waren gerade so zwei so wertvolle Sachen, die du gesagt hast. Ich finde, das eine ist, wenn ich mir den kleinen Tobi vorstelle mit 8 Jahren, der diese Erfahrung macht. Und das ist ja, das kennen wir ja alle, wie wahnsinnig uns das, wie dieser eine Moment jetzt bis hierhin dein ganzes Leben geprägt hat. Dieser eine Moment, der dazu geführt hat, dass du gedacht hast, ich kann das nicht, ich bin nicht sportlich. Genau, bin ich gut genug. Was das für eine Auswirkung hat, gell? Also was eine so eine Erfahrung und sich dann, ich finde das einfach immer wieder so wertvoll, sich das vor Augen zu führen, das für sich selber halt zu überprüfen, warum glaube ich eigentlich das, was ich gerade glaube? Und ist es wirklich wahr, was ich glaube? Und was ist eigentlich die Geschichte, mit der ich mir das begründe, was ich mir da die ganze Zeit erzähle? Ja. Und will ich diese Geschichte eigentlich weiterleben oder möchte ich mir vielleicht mal eine kraftvolle neue Geschichte über mich erzählen? Überlegen, wie zum Beispiel, ich bin ein Krieger, ich bin ein Warrior, ich kann halt beides, ich kann alles in mir abrufen. Und ich glaube, das ist so das Schöne auch in eben gerade an dem Thema Spiritualität und persönliche Weiterentwicklung, sich selber auch zu entdecken und diese innere Welt und diese Tore wieder aufzumachen und zu sagen, ja, da gibt's diesen Tobi und den, ne, es gibt den Lustigen, es gibt aber genauso den Kämpfer und es gibt den Krieger und es gibt all diese Seiten und das macht das Leben halt wieder so schön und so bunt, weil du dich eben, weil man wirklich aufhört, sich selber zu begrenzen und ja. Und vielleicht zu erkennen, dass auch alles vorinstalliert ist auf unserer Festplatte. Ja. Also in der Psychologie spricht man ja von diesen Fächern. Alles, wo du Aufmerksamkeit drauflegst, wird größer. Ja. Und zu erkennen, dass es wie bei dem Computer, wo du ja auch erstmal aktivieren musst, das Programm. Das Word-Programm funktioniert ja nicht, ohne dass du darauf tippst. Du musst es ja öffnen und dein Passwort eingeben. Ist quasi zum Leben erwecken. Und ich glaube, dass das ist, was ich dort auch realisiert habe. Dass es unendlich viele dieser vorinstallierten Programme gibt. Und wenn ich dort mal spiele, gleiche ich das ab mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und für mich und für alle, die hier zuhören, ist die gute Nachricht, ich kann neu bespielen. Ja. Das war mir in diesem Fall für mich neu zu erkennen. Krass, ich bin hier nicht der Schlechteste körperlich. Ich bin nicht mal im Wettbewerb. Ich muss einfach jetzt nur diese Aufgabe lösen. Ja. Und krass, was da drin steckt in Menschen. Ja, Wahnsinn. Super schön. All das, was du jetzt irgendwie erlebt hast in dem letzten Jahr und so dein eigener, ich würde das deine eigene spirituelle Entwicklung, sage ich mal, Reise. Ja, ist ja mega schön. Wie würdest du sagen, wirkt sich das gerade auf dein Leben aus, auf deinen Alltag aus? Also spürst du da bewusst, wie sich dadurch was verändert? Oder sind es eher, Ich glaube, es ist genau das, was du gerade sagst. Ich spüre mehr bewusst. Hm. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was ich lernen muss zu handeln. Ich habe schon immer sehr, sehr viel gespürt, aber jetzt spüre ich halt noch mehr. Und plötzlich in den Raum zu kommen und zu merken, mir wird's eiskalt. Ich kriege Gänsehaut oder mir wird's warm oder ich nehme jemanden in den Arm und merke plötzlich, meine Hände werden heiß oder eiskalt. Wahrscheinlich waren diese Signale immer da, ich habe sie halt einfach nur nicht wahrgenommen. Und da immer wieder mein Ego im Zaum zu halten und zu sagen, okay Tobi, wenn du dich öffnest, dann ist es eben nicht für dich, sondern eben für die anderen. Und diese Tür immer weiter bewusst zu öffnen, ist für mich, um ehrlich zu sein, ein sehr, sehr anstrengender Prozess. Also das ist eher, das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, das ist total toll, dass das jetzt alles da ist, sondern es ist eher ein, oh, krass, das ist ja die ganze Zeit da gewesen. Was habe ich vorher damit gemacht? Wie viel habe ich geschluckt? Oder einfach nicht bewusst wahrgenommen? Und wenn es jetzt plötzlich in den Fokus rückt, ist die nächste Frage, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und für mich ist die Lösung, viel weiter weg von vorgefertigten Programmen zum Beispiel zu gehen. Bewohnerfrei war super, ist ein Programm. Die 4 Menschentypen sind super, ist ein Programm.
ist wie ein Lied, ein gesungenes Lied, kann ich auch 9000 Mal singen. In einen Raum zu kommen, nur zu fühlen, nur das Herz aufzumachen, den Kanal zu öffnen und dann nicht ich spreche, klingt ein bisschen verrückt, sondern sprechen zu lassen, es spricht, das ist ganz, ganz hart, hat eine komplett andere Wirkung im Publikum und führt natürlich zu sehr, sehr viel Emotionen beim Publikum und bei mir. Das ist so die Reise, auf die ich mich langsam begebe, also mehr in Richtung Spiritual, Inspirational Talk als ein Programm zu spielen. Ja. Ja, und das ist wiederum das Thema Kontrollverlust und Verlust von Sicherheit, weil das hat ja super funktioniert. Funktioniert nur mit meiner neuen Version nicht mehr. Das ist Wahnsinn, gell, was sich dann da irgendwie für eine neue Welt plötzlich auftut. Also wo man denkt, ach, ich habe ja jetzt alles irgendwie aufgebaut, läuft ja, und dann so, okay, dann machen wir jetzt nochmal Restart, nochmal von vorne, so komplett neu. Ja, es ist crazy. Und dann auch zu merken, ich kann ja das jetzt nicht wieder zumachen. Ja, das also selbst wenn ich es wollen würde, geht's ja jetzt nicht mehr zu. Ja, das war tatsächlich eine der mit Abstand wichtigsten oder ja doch krassesten Erkenntnisse, die ich auch in meiner persönlichen Weiterentwicklung hatte. Du kannst nicht zurück. Also wenn du einmal für dich irgendwo hingekommen bist, für dich eine Erkenntnis hattest, für dich was aufgemacht hast, du kannst nicht zurück. Also es ist so, du kannst nicht wieder in dein altes Ich, wenn einmal was in dir aufgegangen ist. Es geht einfach nicht. Also du kannst nicht so tun, als würdest du das, was du jetzt weißt, nicht wissen. Es geht einfach nicht. Also und das ist auch das Spannende, finde ich, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie dein Umfeld da gerade mit umgeht. Also dass du jetzt in dieser, für dich nochmal in so einer, ist ja auch für deine Familie, für deine Frau, ist ja wahrscheinlich auch ganz verrückt gerade, gell? Das hat mich, um ehrlich zu sein, am allermeisten überrascht. Ich bin dann zurückgekommen und hab dann mit Rita gesprochen, hab ihr das erzählt. Und ich meine, wir kennen uns jetzt seit fast 10 Jahren. Wir sind verheiratet, wir haben 2 Kinder zusammen. Und sie sagt zu mir, na endlich bist du soweit. Und dann habe ich sie angeguckt und dann habe ich gesagt, wie meinst du denn das? Und dann hat sie nur gesagt, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Da habe ich gesagt, ja, warum hast du denn nichts gesagt? Da hat sie gesagt, weil das dein Weg ist, nicht meiner. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie sich spirituell weiterentwickelt. Ich wusste das nicht mal, dass sie ein Interesse daran hat, für sich eine Ausbildung zu machen in diese Richtung. Weil wir dieses Thema einfach nicht bespielt haben. Ich habe mit meiner Mutter einen ganz anderen Kontakt plötzlich, weil die auch immer schon diesen Kanal hatte. Und gleichzeitig aber auch merke ich, wie Menschen in meinem alten Umfeld sich noch weiter von mir absondern. Die halt jetzt sagen, also bis jetzt konnte ich es halbwegs ihnen noch irgendwie handeln. Jetzt ist halt komplett alles vorbei. Weil die Lebensmodelle sich jetzt so komplett unterscheiden, dass es vorher noch die Berührungspunkte Wetter vielleicht gegeben hat oder Weihnachten. Und jetzt, wenn ich anfange, in Themen einzusteigen und merke, da ist einfach halt in den letzten 20 Jahren gar nichts passiert. Vor einem Jahr hätte ich das bewertet und hätte gesagt Bewohner. Und jetzt einfach zu realisieren, seine Reise, meine Reise. Und wir müssen die nicht gemeinsam machen. Ist sehr, sehr befreiend, gleichzeitig sehr, sehr anstrengend. Und wie viele Menschen auf der anderen Seite jetzt auf mich zukommen, die mir Türen öffnen in diese Welt, wo ich Messages bekomme, Briefe von Dingen, von denen ich in meinem ganzen Leben nie gehört habe, nicht mal gedacht, dass es das überhaupt gibt. Und die mir dann Bücher schicken, tausende Seiten Bücher, das kam vorgestern, die Illusion des Universums, ein Kurs in Wundern. Ein Kurs in Wundern ist das wichtigste Buch überhaupt, ja. Ja, das, also früher hätte ich das einfach in eine Schublade geworfen. Ja. Und jetzt schaue ich das an und merke, jetzt denken die Leute wahrscheinlich, jetzt spinnt er wirklich, diese Dinge rufen nach mir. Ja. Und das ist verrückt für mich. Ja. Noch weiter verrückt von dem Normalen. Von dem, was wir normal nennen. Und das Spannende ist, dass
auch, war auch komplett meine Erfahrung, dass in dem Moment, wenn du dich diesem Kanal, wie du ja sagst, öffnest, wirklich plötzlich die Dinge in dein Leben kommen, wo du denkst so, okay, wo, wie du sagst, ne, Menschen, Bücher, Kurse, alles Mögliche, wo du plötzlich, man wird wie so ein Magnet dafür. Das ja. Unglaublich und, schön, ja. Und eine krasse Story ist zum Beispiel, ich habe mich jetzt entschlossen dazu, Ayahuasca mal zu machen, was ich vorher, das ist meine allergrößte Angst. Deshalb, wir reden jetzt quasi in diesem Podcast, wie du damals vor Vipassana. Ich habe die Entscheidung getroffen, nach zweijährigem Ablehnen, das zu machen. Und zwar deshalb, weil ich das Gefühl habe, jetzt einigermaßen so weit zu sein. Meine allergrößte Angst ist immer noch Kontrollverlust. Auch wenn ich jetzt die Platzangst abgelegt habe, ist diese Angst immer noch weiter da. Nur habe ich jetzt einen Referenzwert, weil ich bis vor einem halben Jahr mir nichts Schlimmeres hätte vorstellen können, als in einem heißen, geschlossenen Raum zu sein, wo man sich der Haut abziehen kann. So heiß ist es in diesem Zelt. Währenddessen Leute irgendwelche Indianergesänge machen, kann ich mir jetzt gerade nichts Schlimmeres vorstellen, als mich mit dem großen Ganzen zu verbinden und vielleicht Dinge zu sehen, die ich nicht sehen möchte, Dinge zu hören, die mir irgendwie aufgetragen werden. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich als mit der Reichweite, die wir mittlerweile mit dem Team aufgebaut haben, eine Riesenverantwortung habe, auch für andere noch weiter zu gehen. Da fühle ich mich jetzt ready und deshalb werde ich es machen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist halt neue Erkenntnis. Ja, absolut. Und also auch alle, die ich kenne, die Ayahuasca gemacht haben, also für alle, die jetzt auch denken, what is this? What? Ayahuasca? Genau, magst du es erklären? Oder? Ja, ich kann es natürlich, da wir jetzt vor der Erfahrung sind, ich habe mich sehr, sehr stark informiert, weil ich auch bei sowas natürlich ein Schisser bin. Ayahuasca wird seit Menschengedenken in indianischen Stämmen von Schamanen als Medizin eingesetzt und ist ein Saft einer Liane oder eines Baumes aus dem Amazonasbereich, Peru, Kolumbien, Brasilien, der dort auch Medicina heißt. Also die nennen das Medicina, Medizin, was dir durch Reinigung des Körpers, also anscheinend brichst du da erstmal ja. Stundenlang, ja, schön habt ihr das hier, um dann dein Bewusstsein einfach zu erhöhen. Mittlerweile versuche ich es halt so ein bisschen mit Joe Dispenza in Verbindung zu bringen, mir zu erklären, okay, das Schwingen wird wahrscheinlich verändert, das Schwingen des Gehirns und die Aufmerksamkeit umgelenkt auf etwas, was eben komplett von dir und dem Ego, von mir und meinem Ego wegdenkt, wo ich weiß, ich kann trotzdem dennoch damit konfrontiert werden, mit meinen größten Ängsten, mit meiner größten Hölle, mit meiner dunklen Seite, die wir, glaube ich, alle haben, um danach noch mehr Licht für andere geben zu können. Und das ist diese Zeremonie, die wohl eine Nacht geht. Ja, ja, ja. Und auch alle, die ich kenne, die es gemacht haben, also alle sind zurückgekommen, haben gesagt, ich habe selber auch noch nicht gemacht, aber alle, die ich kenne, die es gemacht haben, sagen, es war ja lebensverändernd. Also alleine, dass ich da jetzt so mit dir drüber sprechen kann, ist interessant, weil ich vor einem halben Jahr wirklich gesagt hätte, das ist alles Mumpitz. Ja. Mach halt ein Business, mach halt, weißt du? Ja. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist eben, und es ist auch für alle, die auch gerade zuhören, ich finde, es ist auch total okay, wenn man darüber eine Bewertung hat. Also weil es ist ja einfach, jeder darf ja seine eigene Welt leben und jeder hat Dinge, wo er sagt, da kann ich gerade noch gar nichts mit anfangen. Und irgendwann, also auch in meinem Umfeld, irgendwann öffnen sich Leute und irgendwann denkst du so, ah, okay, spannend. Und dann, ne, wie bei dir auch, so Step by Step by Step by genau. Step. Und manchmal hört man ja, also ich finde es halt auch so spannend, dadurch, dass du auch ein Mann bist, was ich auch beobachte im Moment, das ist, ich sag mal, wir Frauen haben, glaube ich, nochmal eine stärkere, so diese spirituelle, intuitive Öffnung, einfach aufgrund von unserer Natur und auch dieser Verbindung zur Erde. Und also ich glaube, uns Frauen fällt es ein bisschen leichter, uns dem zu öffnen, und wo das auch irgendwie so eine, ja, so was ganz Intuitives ist.
finde ich, also so, ne, auch nicht bei allen natürlich, aber es gibt, finde ich, mehr Frauen, die das leben. Deswegen finde ich es bei dir so spannend als Mann, wie du das auch für dich beschreibst. Und ich glaube, dass das für viele Männer, die gerade auch zuhören, total inspirierend ist, da auch hingehen zu dürfen und da auch die Bewertung rauszunehmen, dass das so unmännlich ist. Genau. Weil vor allem die Natur wäre dann ja auch unmännlich. Ja. In der Natur ist ja alles esoterisch, spirituell, weil es eben nichts braucht, um etwas zu sein. Ja. Wir glauben immer, wir müssen etwas tun, um etwas zu sein oder zu haben. Und in der Natur ist ja alles automatisiert im Fluss, ohne dass etwas sein muss. Und ich habe bei einem Vortrag von Robert Beetz, wo ich auch vor einem Jahr nicht hingegangen wäre, das sind alles Dinge, die habe ich mir quasi jetzt reingesammelt. Der hat gesagt, stellt in der Natur, da sitzt ein Vogel auf einem Ast. Den musst du weder anbrüllen, der braucht keine Morgenroutine. Ich sage nichts gegen Morgenroutine, ich versuche nur das Naturbeispiel zu nehmen. Der braucht gar nichts. Der fliegt los, holt sich seine Samen, isst die, sitzt da und fliegt wieder los. Es muss nichts passieren, um ihn ins Tun zu bringen, weil er einfach auf seine Intuition hört. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir Menschen lernen. Wir müssen nicht immer was tun. Wir dürfen auch mal lernen, ein wenig zu sein. Und ich glaube, dass sich dann ganz viel fügt. Ich glaube, dass für mich moderne Spiritualität, wenn wir das mal so nennen dürfen, dann bedeutet das, der englische Begriff wäre to be astonished, erstaunt zu sein über uns. Ja. In diesem Erstaunen bleiben. Alleine, guck mal, wie wir beide uns kennengelernt haben. Wir hatten sofort so eine Verbindung, gar nicht wissend, warum und wofür, aber sofort war die da. Ja. Ohne etwas zu wissen, ohne etwas zu erwarten. Das ist auch so wichtig. Die Natur erwartet nichts. Einfach nur sein und dann erstaunt zu sein über diese Erde, auf der wir sind. Jetzt zitiere ich Laura Seiler, wo wir aus Sternenstaub entstanden sind. Und zu verstehen, wir sind jeder von uns einfach nur Finger einer Hand. Ja. Wir können das nicht mehr trennen. Deshalb bin ich auch meinem eigenen Modell gegenüber kritischer geworden. Früher habe ich gesagt, Bewohner, doof, will ich nichts mit zu tun haben. Jetzt ist eher mein Anliegen zu sagen, schau doch mal, Bewohner, du bist Teil dieser Hand. Du bist Teil des Meeres, was wir verschmutzen. Wir können Dinge nicht trennen. Wir sind alle hier auf dieser kurzen Lebensreise, dieser Funke im universellen Ganzen. Und das zu verstehen und an andere weiterzugeben, das ist eine neue Aufgabe von mir. Dafür brauche ich aber keine Feindbilder mehr. Ja, sondern im Gegenteil. Es geht ja gerade darum, diese Bewertung da aufzulösen. Und, genau. Ja. Ich hatte auch irgendwann, es gibt ja, kennst du diese Momente, wo man so ein Bild hat oder wo plötzlich in einem, wo es so richtig Klick macht und man denkt so, krass. Also wo du für dich so eine Erkenntnis hast, und die hört sich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht so spektakulär an, das ist manchmal so. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann dachte, weil du ja gerade auch meintest, ne, wir sind alle Finger von derselben Hand quasi, wir hängen alle miteinander zusammen. Und dann habe ich gedacht, dieses Bild auch von Atmen und Luft, dass wir ja alle in diesem Feld von Luft sind und ich atme ein, du atmest ein und du atmest die Luft ein und aus, die ich ein- und ausatme. Also wir sind alle quasi die ganze Zeit über dieses Feld von Luft, wo wir nicht sehen können. Genau. Aber wir sind alle mit dieser Luft verbunden, die uns alle wiederum miteinander verbindet. Also so, wenn man jetzt gar nicht in Energie zu sprechen, sondern wirklich einfach nur das, was wir die ganze Zeit ein- und ausatmen, wie krass das ist, dass das alles uns konstant in jeder Sekunde, wir alle haben gerade in der gleichen Sekunde die gleiche Luft in unserer Lunge. Ja. Na, es geht ja sogar noch weiter. Das Wasser, was der Hund vor deiner Tür an den Baum pinkelt, trinken wir Monate später. Ja. Es ist alles eins. Und deshalb ist es unsere Pflicht und Aufgabe, auf diesen Planeten hier auch aufzupassen. Absolut. Und ich meine, das klingt so pathetisch, aber das ist hier halt nur geliehen. Ja. Und wenn wir uns mal in diese Vogelperspektive begeben, einfach diese Zerbrechlichkeit auch anzuschauen, von jedem Einzelnen von uns, es braucht nur
ein Wort, um Menschen zum Weinen zu bringen. Es braucht nur einmal dran zu tasten an etwas, was wir verschachtelt haben. Was bedeutet das im Großen und Ganzen für so ein Ökosystem Erde? Und dafür ein Bewusstsein einfach zu kreieren im täglichen Handeln, was mir auch im Ego nicht immer leicht fällt. Ja. Das ist, glaube ich, für eine wichtige Message. Und vor allen Dingen, dass wir sind nicht getrennt von der Natur. Also das ist wir sind Natur. Und das war für mich auch irgendwann so ein Aha, wo ich dachte, ja, so das ist, du bist genauso Natur wie alles andere auch. Und ich glaube, das ist auch eins der schönsten Dinge, wo ich mich auch sehr darauf freue, wo ich glaube, dass die nächsten Generationen das hoffentlich ganz, ganz anders machen werden und da viel mehr wieder zurück, wieder, ne, zu diesem Indianischen, zu diesem Ursprünglichen, zu der Verbindung mit der Erde als auch mit dem Kosmos zu gehen und das zu leben. Absolut. Vielleicht auch wirklich nochmal zu realisieren, dass der Bettler neben dem Milliardär zu Staub zerfällt. Ja. Hier noch in diesem Leben. Ja. Und das einfach zu realisieren. Und ich habe vor 2 Monaten etwas in einem Buch gelesen, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und zwar, wir halten uns ja immer für so toll und für so unfehlbar und was wir nicht alles aufbauen und brüsten uns damit. Die größten Imperien, die wir kennen, die haben schon existiert, lange vor unserer Zeit. Rom, das Römische Reich, das Heilige Römische Reich, war größer als alles andere, was wir jetzt als Staatsformen kennen. Und die Führer Roms hatten mahnende Sklaven. Und als ich das gelesen habe, habe ich es nochmal gelesen. Und die hatten Sklaven, die ihnen einmal pro Stunde ins Ohr geflüstert haben, einmal pro Stunde, hominem te momento, du bist auch nur ein Mensch. Uns zu wissen, was du hier machst, ob du jetzt ein Business hast oder keins, du bist einfach nur ein Mensch. Und es ist auch nicht deine Leistung. Wir denken mal, was hast du aufgebaut? Ich als Tobi, ich habe überhaupt gar nichts aufgebaut. Ich habe mich auf die Schultern anderer gestellt, auf die Schultern meiner Eltern, auf die Schultern meiner Familie von vor 100 Jahren, auf die Schultern dieser Erde, auf die Schultern meines Teams. Ich habe gar nichts gemacht. Und das einfach zu realisieren, und das ist halt das, was mir so schwer fällt, so oft am Markt zu beobachten, dass wie viel Ego da einfach bei vielen. Ja. Ne, dieses Ich habe das und ich und ich und ich. Nee, du, wenn wir ganz ehrlich sind, hast du das alles nicht gemacht. Du hast deine Yacht nicht gebaut. Du hast dein Haus nicht gebaut. Ohne die wärst du nichts. Ja. Und das zu realisieren, finde ich einfach spannend. Weil Rom ist dann halt auch untergegangen, ne? Bei zu viel Hochmut. Ja. Ich glaube, es ist sozusagen fast beides. Also es ist, du bist gleichzeitig nichts und du bist gleichzeitig alles. Alles, klar. Das ist halt das Faszinierende, weil wenn du ja nicht wärst, wäre ja für dich nichts. Ja, ja. Das ist halt das Spannende, dass letztlich wir ja, du kannst ja deine Realität nur wahrnehmen, weil du bist. Genau. Das heißt, dadurch, dass du bist, ist für dich alles und du bist alles. Aber gleichzeitig bist du nichts. Genau. Also, Das ist genau. Ja. Dr. Joe sagt das ja immer so schön: Nothing with no name, nowhere and no time in infinity. Ja. Und ich glaube, dass dieses, das ist mir gerade noch eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, eine der größten Learnings für mich ist, Leere oder nichts auch mal zu ertragen. Mhm. Zu erkennen, dass wir in so einen Entertainment-Modus gefallen sind. Was ist jetzt noch auf meinem Handy? Was muss ich denn jetzt noch machen? Was muss ich denn jetzt noch machen? Und dort in dieser Meditation, in dieser Leere, in diesem Nichts, in diesem Alles, zu erkennen, dass ich durch Dinge auch diese Leere gefüllt habe. Bewusst zu sehen, ich habe Netflix oder ich mache Netflix oder YouTube an, nur um diese Leere auszumachen, anstatt mal in diese Leere reinzugehen und dort drin alles zu finden. Und das war für mich auch eine Riesenerkenntnis, mir bewusst Dinge zu machen, ein Handy mal aus dem Blickfeld zu legen für ein paar Stunden und alleine durch diese einfache Handlung zu merken, es ist nicht da, es lenkt mich ja gar nicht ab, ich bekomme viel mehr geschafft. Also das sind alles Banalitäten, die aber in der Gesamtsumme unglaublich viel ausmachen für mich, zu erkennen,
Wenn es mal leise ist, halt es mal aus, Tobi. Mach nicht sofort das Radio an. Ne? Das ist auch sowas, an dem ich gerade an mir arbeite. Einfach mal nur zu sein. Und das Faszinierende ist, dass ja in dieser Leere die größte Fülle ist. Genau. Dass wirklich dieses in diesem Nichts, in Anführungsstrichen, zu sein, dich ja wiederum mit etwas in dir verbindet, was dir wieder einen ganz neuen Zugang gibt. Du kannst dich ja nur entdecken in der Stille. Also ja. Wenn es die ganze Zeit laut um dich herum ist und du die ganze Zeit an deinem Handy bist oder auf Netflix, wie willst du denn das Wunder entdecken, das du bist? Also du kommst ja dann niemals dahin. Ja. Vor allem auch viele, viele in unserer Gesellschaft vermischen ja auch Spaß und Glück. Spaß macht Netflix. Spaß macht Club. Ja. Sich besaufen am Wochenende mit Freunden macht vielen Spaß. Aber das Einzige, was es macht, ist betäubt das Leise sein. Ja. Die Stimme, die dann mal hochkommt. Und da lade ich alle ein, einfach mal mit der zurechtzukommen, weil die weiß ja alles. Ja. Absolut, absolut. Wenn sowas mal aus meinem Mund kommt, dann Guru Tobi. Zu Guru B. Geil. Ich habe eine Frage noch, die ich dir gerne jetzt stellen würde und die ich dir dann gerne nochmal stellen würde in einem Jahr, wieder das nächste Interview aufnehmen. Wer ist Tobi? Ein Reisender. Ein gebender Reisender. Ich reise hier durch diese Welt und mache meine Lebenserfahrung und bin hier, um zu reisen und zu lernen. Und im Idealfall, nach dem Erkennen, was ist, meine elektromagnetische Unterschrift hier auf diesem Planeten positiv zu geben. Was ich damit meine ist, wenn ich hier mal gehe, möchte ich nicht derjenige gewesen sein, der kaputt gemacht hat, sondern aufgebaut, der vielleicht am Anfang die Bühne genutzt hat, um damit Reichweite zu bekommen, aber dauerhaft dafür bekannt ist, anderen Bühne zu geben, Menschen in meinem Umfeld zum Leuchten zu bringen und sie nicht durch mein Licht kleiner werden zu lassen. Und jemand, der durch die Begeisterungsfähigkeit eines 4-jährigen Kindes Menschen anlockt, mal durch diese Brille zu schauen von Pippi Langstrumpf und Peter Pan. Wunderschön. Ja. Ich habe ja im Podcast immer die Fragen, du hast sie schon letztes Jahr auch beantwortet, wir beantworten sie jetzt aber auch nochmal. Stell dir vor, wir treffen uns am letzten Tag deines Lebens wieder. Du hast genau das gelebt, du hast deine elektromagnetische Signatur positiv hinterlassen und ganz viel für viele Menschen verändert. Es gab dann nur leider einen technischen Fehler. Es wurde alles von dir gelöscht. Es gibt gar nichts mehr. Nichts, was man über dich lesen könnte, hören könnte, gar nichts. Und ich würde zu dir kommen als alte Omi und sagen, Tobi, es gab einen technischen Fehler. Es ist leider alles von dir gelöscht. Aber hier hast du einen weißen Zettel und einen Stift. Wenn du nur 3 Dinge auf dieses weiße Blatt schreiben könntest, was die Menschen, woran sie sich erinnern sollen, was du den Menschen mit auf den Weg geben würdest, mit all der Weisheit deines Lebens, was würdest du auf dieses Blatt schreiben? Es ist alles schon da. Lass die Unterschrift deines Lebens die Liebe sein und räum in deiner Familie auf, weil dort beginnt alles. Mega schön. In unserer Familie und in dem Zuhause, in dem wir leben, beginnt alles und geht alles wieder. Wir glauben immer, dass wir uns abkoppeln können von Dingen und wir alle haben mit Sicherheit familiäre Pakete zu tragen, die ich mittlerweile auch als Lebensaufgabe einfach sehe, sonst wären sie nicht da. Und damit Frieden zu schaffen, dann gibt's auch keine Kriege. Wenn ich zu Hause Frieden habe, habe ich auch im Draußen Frieden. Ja. Es geht niemand auf die Straße und bekämpft Menschen, die zu uns kommen wollen, die zu Hause in Frieden sind und in Verbindung mit allem. Ja. Dann würden sie das nicht tun. Das stimmt. Ja. Wunderschön. Vielen Dank fürs Teilen. Gibt es ein Buch, was du im letzten Jahr vielleicht jetzt auf deiner eigenen Reise auch gelesen hast, was dich sehr inspiriert hat oder was dir geholfen hat, gerade auf deinem Weg? Ich habe Mögest du glücklich sein gelesen.
Nein, das ist jetzt ein Zufall oder manche sagen, ja klar, sagt er jetzt das, aber um ehrlich zu sein, habe ich sehr, sehr wenig Zeit und ich kann auch nicht 700 Podcasts hören und 700 Bücher lesen. Das ist einfach gar nicht möglich, aber deinen Podcast höre ich, weil er mir eben Zugang in diese Welt ermöglicht, von der wir die ganze Zeit sprechen. Und ansonsten habe ich angefangen, sehr, sehr viel zu lesen, um die Plattform unserer Firma, die wir zu bauen, auch anders zu bauen. Es gibt ein Buch, das hat mir Alexander Müller empfohlen, von der, es ist ein ganz anderes Thema, weil es eher was Handwerkliches ist, von Gedankentank, das heißt Scaling Up. Das ist dermaßen anstrengend zu lesen. Und gleichzeitig ist es genau das, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Es steht genau da, nur anders formuliert, diese Warum-Fragen zu stellen mit jedem im Team und zwar immer wieder neu auszurichten. Was können wir mehr für andere tun? Das war ein Buch, das finde ich unfassbar anstrengend und trotzdem unglaubbar, unsagbar wichtig, um eben den nächsten großen Schritt zu machen. Ja, und Danke daneben für lese ich den Tipp. sehr viel. Ja. Ja, das ist nur so witzig, weil es steht seit einem halben Jahr bei mir im Regal. Ich habe es angefangen zu lesen, habe es tatsächlich zur Seite gelegt, weil ich dachte, ich kann es gerade nicht. Es macht Ja. mich crazy. Ja, so Aber vielleicht, unfassbar anstrengend einfach zu ja. lesen, ne? Und auch da, ich habe auch noch eine mega menschliche Seite. Ich lese auch mal einen Mittelalterroman von Ken Oh, Follett. ich liebe es, die Säulen der Erde. Ja, Ja, mega, das genau, tolle Buch. einfach in Ja. andere Welten Ja. einzutauchen und wenn ich übers Mittelalter lese, einfach zu realisieren, in was für einer geilen Zeit leben wir eigentlich? Ja, das stimmt. Absolut. Es gibt ja auch total die guten News noch. Und zwar gibt es ja jetzt von dir ganz bald auch dein neues Buch. Also jetzt, wo wir den Podcast gerade aufzeichnen, kann ich jetzt nicht genau sagen, wie viel Zeit dazwischen ist bis zu dem neuen Buch, aber es wird jetzt wahrscheinlich plus oder minus eine Woche sein, dass das Buch gerade erschienen ist. Aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen was erzählen zu dem Buch und was da vielleicht auch so deine Message drin ist oder was es für dich bedeutet. Du jetzt auch das erste Buch, gell? Was du Das jetzt. ist das erste Buch und was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, das war für mich bisher das herausforderndste Projekt und ich ziehe vor allen Menschen, die ein Buch im Buchladen haben, alle mir vorhandenen Hüte, weil ich nicht mal annähernd gewusst habe, was dahinter steckt, ein Buch auf den Markt zu bringen. Ja. Das heißt ja noch lange nicht, dass du da ein paar hundert Seiten schreibst, dass da ein Buch daraus wird. Das ist ja ein Wahnsinn. Und das Buch, was ich geschrieben habe, heißt Unbox Your Life. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte. Ich war mit Rita in Thailand. Wir fahren ja immer sehr gerne nach Asien. Das ist für mich so eins der spirituellen Orte dieser Welt oder die so in Energiezentrum. Und da, wenn man in Bangkok landet, ist vor dem Flughafen so 10 mal 10 Meter große Plakate hängen da. Da hängt mal der König dran, mal Werbung. Und in diesem Fall hing Werbung dran. Und da stand Unbox Your Phone von einem uns bekannten Telefonanbieter. mit einem Apfel drin. So. Und dann gucke ich das so an und sag im Nebensatz, komplett gejetlaggt, die halbe Nacht nicht geschlafen. Na, bevor Leute das Telefon unboxen, sollten sie mal sich unboxen. Ja. Und dann sagt Rita zu mir, wie meinst du das? Und dann habe ich einfach so, manchmal hast du so Momente wie in der Dusche, wenn man gar nichts will, kommt ja alles. Da habe ich gesagt, na, irgendwie ist es doch im Leben ganz genauso. Wir werden geboren, es ist alles da, es ist alles vorinstalliert, wie ich es vorhin mit dem Computer sagte. Ich muss aber die Apps schon öffnen. Ich musste schon unboxen. Und da sagt die Rita so, das ist ein spannender Titel. Und dann kam ich eben so auf das Lebensrad zurück und dann habe ich angefangen zu schreiben, die Dinge, die es bei mir gebraucht hat, um eben mein Life zu unboxen und das von Hunderten oder mittlerweile Tausenden in meinem Umfeld eben auch in diese Themen einfach mal einen humorvollen Ansatz zu bringen, was dahinter steckt. Und das Buch ist eine Mischung aus Comic, also richtig Comic, Geil. Workbook und Book. Und Geil. einfach in alle Lebensbereiche ran. Da gibt es auch eine, die heißt, ein Kapitel, das heißt, wird Tobi jetzt esoterisch oder spirituell? Und da erzähle ich eine Geschichte, wie mal ein Schamane geklopft hat bei meiner Gastfamilie.
und mir so ein paar Lebenstipps gegeben hat. Und da sind halt solche Sachen drin. Und ich bin einfach mal sehr gespannt, wie es ankommt. Ich würde es mal formulieren, es ist eine Einladung auf die Reise zur Persönlichkeitsentwicklung. Voll schön. Lustig gemacht, wie wir uns, wie du ja, mich jetzt wollte ich kennst. gerade sagen, das ist aber ja auch, finde ich, das, was habe ich dir ja auch schon mal geschrieben, das finde ich ist eins der Dinge, die ich so an dir schätze, dass du es halt schaffst, dieses Thema auf so eine wunderschön humorvolle Art und Weise an die Menschen zu bringen, weil ich glaube, das ist, ja, das ist sowas so Wertvolles, eben da nicht mit dieser Schwere ranzugehen und mit erhobenem Zeigefinger, sondern immer mit so einem Augenzwinkern, weißt du, wo jeder denkt so, ja, kenne ich auch. So, ja, so ist halt auch das Buch, ne? So eher dieses, ja, das könnte stimmen. Ja. Erkenne ich mich jetzt irgendwie doch auch drin wieder, hat er recht. Ja, genau. Mega schön. Sag nochmal, wann, 28.09.? 28.09. ja, unboxyourlife.de, kann man sich, gibt auch so eine Hörprobe schon, kann man sich runterladen, sagst mal gucken, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt mein Buch ist, kann man sich gerne Hörprobe runterladen, können wir ja einfach unten dann rein. Ja, ich pack das alles in die Shownotes. Ist 4 Tage nach dem offiziellen Geburtstermin von meinem Baby. Also. Ja, und ich habe gerade deinen Bauch gesehen. Und ich muss die ganze Zeit so lächeln, wenn ich dich anschaue, weil es ja eine Zeit vor und eine Zeit nach Kindern gibt. Ja. Und genau wie wir jetzt jährlich quasi dieses Ritual haben, möchte ich dich natürlich in meinen Podcast auch nochmal einladen. Und zwar in die Laura mit Baby-Zeit, weil in dem Moment, als der Emil damals geboren wurde, ich glaube, es war bisher, und Inepi ist toll und alles toll, aber ich glaube, es war bisher der magischste Moment. Und dazu würde ich dich dann gerne mal interviewen. Wie ist denn das jetzt so in der Rolle? Ja, gerne. Ich bin auch, es ist, also jetzt nur für alle, die gerade zuhören, ihr könnt uns jetzt ja gerade nicht sehen, ihr hört uns ja nur, ich sitze hier gerade mit einem sehr, sehr großen, runden Bauch. Also in 2,5 Wochen ist es offiziell soweit, mal gucken. Ist die Niederkunft. Ist die Niederkunft. es ist einfach jetzt schon eine der wunderschönsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe in meinem Leben, schon bis hierhin. Also, und es sind halt Wunderwesen, ne? Und auch da, Kindern musst du auch ja gar nichts sagen. Ja. Kinder brauchen auch kein Unbox Your Life. Deren Life ist unboxed. Ja. Es sei denn, wir boxen es halt zu und machen halt die Box zu. Ne? Und die Absolut. Sind halt offen. Ja. Wunderschön. Ach, Tobi, eine letzte Frage noch. gibt es einen Ratschlag, den du mal bekommen hast, der dir die Augen geöffnet hat? Gab es da mal so einen Moment, wo jemand mal was zu dir gesagt hat, wo du dachtest, so, ja, das nehme ich jetzt mit auf meine Reise? Davon gab es eine ganze Menge. In dem Wort Ratschlag steckt ja auch dieser Begriff Schlag. Manchmal sind es halt einfach Dinge, die wir nicht hören wollen, die uns auch andere sagen und widerspiegeln. Und ich kann mich an eine Situation erinnern mit einem meiner Mentoren, mit Blair Singer, der dafür berühmt ist, nichts in Watte zu packen. Und ich sage das jetzt mal ganz vermessen und ich glaube, er würde sich auch nicht so bezeichnen, der ist auch nicht nett. Muss er nicht sein, sondern der ist direkt und glatt dabei. Also da ist nichts nett verpackt und auch du an deiner Stelle. Und ich weiß noch, ich saß in einem Raum, wo ich erzählen durfte, was ich so die letzten 2 Jahre aufgebaut habe und war ganz, ganz stolz darauf, dass ich jetzt mein Marketing angefangen habe und dass ich jetzt meinen Podcast gestartet habe und solche Sachen. Und dann steht der auf und da waren ganz viele Leute im Raum. Ist halt auch wieder ein Ego-Thema dann, ne? Also nicht bei ihm, sondern bei mir. Und dann sagt er, stop. That's cute. That is so cute. Cute ist auf Deutsch süß. Das ist so eins der Wörter, die du... Die willst du nicht hören in dem Moment. Die willst du nicht hören. Und dann hat er mir eine Lektion da verpasst und hat halt einfach Dinge gesagt, die wollte ich nicht hören. Der hat mir gesagt, du schaffst keine Arbeitsplätze. Du schaffst keinen Rahmen, in dem andere wachsen. Wie viele sind durch dich auf der Bühne? Was bist du im Ego? Was machst du da für Produkte? Und ich habe da gesessen und ich habe so nach Luft geschnappt und ich habe dann wirklich gesagt, hey, weißt du was? Fuck you. Ja, ich habe hier gedacht, ich baue was auf und
Es war genau das Richtige. Er hatte genau recht, weil ich hatte keine Arbeitsplätze geschaffen. Ich hatte nicht den Mumm, Leute anzustellen. Und ich hatte auch noch keine große Plattform. Und ich hatte nicht andere auf die Bühne gestellt. Und das war ein Riesenmahnmal, ein Riesenpfeiler, den er mir da gegeben hat und mir damals die Augen geöffnet hat. Scheiße, er hat ja recht. Und dann hat er am Ende noch gesagt, wo sind deine, where is your social work? What do you do for the world? Promoting yourself? That's great. You got new clients? Wonderful. You make more money? Wonderful. And next? Ja. Und daraus haben sich andere Dinge entwickelt. Weißt du, wenn die Leute mich fragen, was sind deine nächsten Ziele? Wir machen nächstes Jahr die Masterclass für Youngstars mit doppelt so vielen Jugendlichen. Ne? Und dann machen wir es mit dreimal so vielen Jugendlichen. Wir haben auf unsere ganzen Seminare kommen Arbeitssuchende kostenlos hin. Das sind halt Dinge, die mich mittlerweile kicken. Nicht ich auf der Bühne. Es ist, um ehrlich zu sein, langweilt es mich, das Tiermodell auf der Bühne zu erzählen. Ich will keine Geschichten mehr erzählen. Ich will mit anderen Geschichte schreiben. Das ist ein großer Unterschied. Das hat sich vielleicht auch noch verändert im letzten Jahr. Wunderschön. Ach. Geil. I like it. Also ja, ich find's mega schön auch zu sehen, weil ich glaube, das ist ja auch, was ja so spannend gerade auch ist an dem, was du gesagt hast, dass es ja wahrscheinlich Menschen gab, die dich vor einem Jahr gesehen haben und halt auch gedacht haben, ja krass, Tobi und so, ne, was er gemacht hat. Aber das, wo wir uns ja, glaube ich, auch sehr, sehr ähnlich sind, ist so dieses never stop growing. Also das, ja, dass du immer der Moment, wenn du denkst, boah, schon krass, was ich jetzt gerade gemacht habe, ist der Moment, wo du dir selber eine Schelle geben solltest und sagen musst, okay. Ne? Also ist natürlich auch schön, sich und wichtig, finde ich schon, auch sich mal anzuerkennen. Das ist ja auch was Schönes. Klar. Aber gleichzeitig auch immer zu sehen, okay, es gibt so viel Arbeit noch für uns alle auf der Erde, uns wach zu machen und Licht und Liebe wirklich zu teilen und bewusst zu leben, ja. Da sind wir gerade, da sind wir noch sehr im Minus. Also, ja. Und gleichzeitig auch durchs Leben zu feiern, ne? Ja. Ich glaube, viele junge Leute vergessen auch im ganzen Erfolg, auch den Erfolg mal mit dem Team oder mit den Leuten, mit denen sie zusammen sind, zu feiern, weil ja so viel immer hintereinander kommt, ne? Ja, das lerne ich auch gerade, ja. Absolut. Ach, Tobi, ich danke dir von Herzen für das wunderschöne Gespräch, für deine Offenheit, für all das, was du geteilt hast. Und es ist so inspirierend, deine Entwicklung zu hören und zu sehen. Und einfach, ich finde es einfach auch gerade wirklich für alle Männer so cool, dass du da irgendwie so, ich weiß auch nicht, irgendwie mit so einer Leichtigkeit irgendwie vorangehst. Und ich glaube, das sieht immer so leicht aus. Ja, ich weiß, es hört sich immer leicht an. I know it. Aber trotz allem ist es ja, finde ich, ist es einfach total schön und ich freue mich riesig auf dein Buch und es ist einfach so schön, dass es dich gibt und danke. Ja, danke für das schöne Gespräch. Und wenn Baby da ist, dann sprechen wir nochmal für den Bewohnerfrei-Podcast. Machen wir so. Da freue ich mich genau, drauf. Genau, alles zum Buch, zu Tobi, alle Sachen gibt's natürlich in den Shownotes und genau, auf Instagram Tobi Beck, gell? Tobias Beck. Tobias Beck Official, oh, ja. Oh, genau. Official, sorry. Ja. Talking about the ego. Nein, das ist lustig. Es gibt ein paar Fake-Seiten mittlerweile, klar. Die heißen genauso. Okay. Also, ja, logisch. Die lustige Story dazu ist, wenn du noch eine hören willst, ich habe eine erst bitterböse E-Mail, dann bitterböse Brief und dann bitterbösen Shitstorm aus China bekommen, weil jemand dort auf einem chinesischen Datingportal mit meinem Bild und meiner Vita, das gesamte Programm, sich anscheinend mit Frauen getroffen hat, dann aber nicht ich war. Und die haben dann die Screenshots geschickt und erst jemand aus meinem Team, der ganz neu war, der sagt, Tobi, ich muss dringend mit dir reden, da ist was rausgekommen. Geil. Und ich so, du kannst alles sagen. Er so, bist du sicher, dass ich alles sagen kann? Ich so, ja. Und dann denkt man ja so, um Gottes Willen, wann kommt denn jetzt? Ja, hat er aus der Schulzeit was? Ja, hat er mit Jette Böttcher gesprochen, als ich 9 war?
Da habe ich nämlich mal das Nasenbein gebrochen, einem Mädchen, ganz böse, aber ja. Und dann hat er gesagt, ja, wir schreiben andauernd chinesische Frauen, dass das ja eine Unverschämtheit wäre, wenn du dich mit denen triffst, dass du das gar nicht, du siehst gar nicht so aus. Und dann haben wir das halt gemerkt, dass da eine chinesische Instagram- oder Dating-Seite halt mit dem Profil gearbeitet hat. Finde ich, im Nachgang finde ich es lustig, in dem Moment natürlich das nicht. Das ist ja auch ein Kompliment irgendwie, ne? Also. Ja. Geil. Ja, also, alle Tobias Beck Official oder auf dem chinesischen Tinder. Wahlweise. Genau. Wo findet man Tobi? Ja, genau. Ach, schön. Fühl dich von Herzen umarmt, Tobi. Ich danke dir. Genau, ja. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch gefallen hat, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest, dass du dich jetzt ja erfüllt, erfrischt oder einfach gut fühlst und dich von Tobi auch inspirieren lassen konntest. Und ich freue mich, wenn du bei Instagram vorbeischaust, @LauraMarlinaSeiler, deine Erkenntnisse teilst, was für dich das Wertvollste aus der Folge gewesen ist. Natürlich auch super gerne mit Menschen teilst, die du kennst, wo du sagst, ja, das macht Sinn, die Folge zu teilen. Und ja, ich freue mich da einfach riesig. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns im Higher Self Home sehen. Das Higher Self Home ist mein monatlicher Mitgliederbereich, wie das Netflix für Spiritualität quasi und persönliche Weiterentwicklung, wo es jeden Monat neuen Content gibt, Videos, Live-Sessions. Und in diesem Monat geht es um das wundervolle Thema, die eigene Wahrheit zu sprechen und sich selber zu erlauben, die eigene Stimme zu nutzen, die eigene Wahrheit zu sprechen und die eigene Stimme auch zu finden. Und das war für mich ein riesiges Lebensthema und deswegen freue ich mich umso mehr, dass das in diesem Monat das Thema im Higher Self Home ist. Und wenn du auch das Gefühl hast, dass es da für dich was gibt, was du gerne auflösen möchtest, wo du gerne mehr in deine Kraft kommen möchtest, mehr deine Stimme nutzen möchtest, dann ist das Higher Self Home auf jeden Fall in diesem Monat dein Zuhause. Und weil ich diese Frage auch sehr oft bekomme, im Higher Self Home gibt es ja jeden Monat neuen Content. Das heißt, es gibt jeden Monat eine neue Live-Session, eine Q&A-Session, Coaching-PDFs, Meditation, Bonusmaterial. Du kannst dir dein eigenes Vision Board erstellen. Und natürlich, wenn du dich jetzt anmeldest, hast du auch immer Zugriff auf die vorherigen Monate. Also du hast quasi Zugriff auf allen Content aus den vorherigen Monaten. Wir haben schon über Urvertrauen gesprochen, über das Herz, die Liebe. Also ganz viele wunderschöne Themen, wo es wirklich darum geht, ins Handeln zu kommen und ja, sich selbst einfach neu zu entdecken. Und wenn sich das für dich gut anhört, den Link zum Higher Self Home findest du auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und ja, ich denke an dich. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Licht. Und lass es dir einfach gut gehen. Schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste, deine Laura.